Moin Moin, hier ist der Bernhard Flensburg, ich grüße euch. Wie ihr seht, es geht weiter auf die Altkirch, das ist Teil 5. Und heute wollen wir mal einen Ladungstorf fürs Kraftwerk abholen. Ja, beim Torf, da ist ja die Beladung, muss man ja bezahlen. Und kostet ja ein ordentliches Geld. Also hole ich auch immer nur ab und zu mal eine Ladung, weil zurzeit brauche ich auch noch nicht so viel, weil das Kraftwerk braucht nicht so viel. Ich habe jetzt noch nichts, ja doch, die Raffinerie habe ich am Laufen. Aber das ist das Einzige, was da an Torf dann für die im Kraftwerk verbraucht wird. Aber ab und zu mal eine Ladung holen, bis ich dann alle Bunker mal voll habe. Ich habe auch schon eine Ladung mal zum Dings gebracht, also auch Reserve. Ja, wenn ihr oben auf den Geldbetrag seht, dann seht ihr, wie ordentlich das abnimmt. Aber jetzt wollen wir mal hintergehen, mal gucken, ob da auch irgendwie noch vielleicht noch eine Ladestelle oder Endlager oder irgendwas war. Hier stehen ja die großen Bagger, die Rossen See da, die einzelnen Torf-Sachen rausholen. Aber da sieht ja wohl, da ist ja wohl nichts, das ist ja wohl nur die Beladestelle. Die ist auch schon beladen. Ja, die Landwirtschaft, das mag ich ja über Nacht gleich jetzt ja mal laufen und auch das abfahren. Ich habe auch nicht allzu viel Schlaf jetzt nachts. Aber ich gucke auch nebenbei Fußball noch und dann kann man es auch mal sehen, dass man das ein bisschen Zuckerrüben und so alles hinkriegt. Das ist eigentlich das, was ich jetzt zur Zeit eigentlich auch hauptsächlich ernte. Wenn die Teile immer gleich wieder verkauft, aber ich habe ja auch als Mietmod nur. Naja, eins war, wenn ich heute mal aus dem Fenster gucke, es könnte ja mal ein bisschen schön das Wetter wieder werden. Wir haben hier oben in Flensburg gerade 18 Grad. Ist ab und zu mal ein bisschen am Regnen. Naja, das Gute ist auch noch, keine richtige Sommerzeit. Ich hoffe, dass bei euch das Wetter ein bisschen schöner ist. Na, man kann ja auf den Kram ich auch immer wieder gerne zurück, weil es ein schöner LKW, der 148er. Den habe ich früher auch selbst mal gefahren. So, jetzt wollen wir hier uns noch den Brunnen kaufen, haben ja genug Geld, weil ich auch bald mal anfangen muss, dass man irgendwo mal vielleicht eine Brauerei oder irgendwas. Und so habe ich ja wenigstens auch schon mal Wasser, was man nachher umsonst ist für ein. Dass man da schon mal nichts für bezahlen muss. Naja, sonst guckt euch das Video gerne weiter an. Ich sage erstmal ciao, euer Bernhard Flensburg. Bis zur nächsten Folge und moin moin.